Hi Leute, herzlich willkommen bei Benny's Movie Collection. Ja, heute möchte ich euch eine Serie vorstellen, die ich mir gerade erst vor ein paar Wochen gekauft habe. Hab die Serie aber schon auf Streaming-Portalen zweimal durchgesehen. Ist eine sehr geile Serie. Es handelt sich dabei um Californication mit David Duchovny. Dieser dürfte den meisten bekannt sein aus der Serie Akte X, wo er auch eine Hauptrolle hatte. Und es ist eine Dramedy-Serie, wir haben wirklich viele Drama-Elemente, aber sehr schwarzhumorisch, also man muss auch viel lachen in der Serie. Es geht um Hank Moody, einen eher abgehalfterten Buchautor, der ein, zwei größere Erfolge mit Büchern von sich hatte, aber jetzt nicht mehr so richtig aus dem Klick kommt. Ja. Er stürzt sich immer von einer peinlichen und bremslichen Situation in die nächste hinein, versucht dabei immer seine Ex-Frau zurückzuerobern, mit der er eine Tochter hat, schafft dies aber immer nur bedingt, weil er immer wieder in irgendwelche Scheiße reingerät, ja, weil er den Drogen verfällt, dem Alkohol verfällt, Frauen verfällt. Die Serie ist also auch sehr sexlastig, ja. Aber es macht wirklich Spaß, die Serie zu gucken und es ist für mich eine der Top-Serien, die produziert wurden, die ich auch auf eine Stufe mit Breaking Bad oder Game of Thrones stelle. Also schon hochwertig produziert und ich feiere die Serie und kann sie nur jedem ans Herz legen. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich mir auch endlich die Gesamtbox auf Blu-ray zugelegt. Diese umfasst alle 7 Staffeln und die schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß. Ja, zuerst fangen wir mal mit der J-Card an. Diese sieht so aus. Wir sehen oben schon groß Lust und Laster und genau das trifft bei dieser Serie auch zu. Wir haben hier noch eine Inhaltsangabe, die könnt ihr euch mal durchlesen. Unten sehen wir, was in dieser Box enthalten ist. Wir sehen noch David Duchovnys Charakter, Hank Moody hier in Großaufnahme. Und unten haben wir noch etliche Credits. Und das war's zu dieser J-Card. Und wir kommen schwuppdiwupp zu der Box selbst. Und diese sieht sehr cool aus, wie ich finde. Wir sehen vorne Hank Moody in prahlender Pose. Oben sehen wir Californication und unten, dass es sich um die komplette Serie handelt. So sieht das Ganze von der Seite aus. So von hinten, wo wir auch wieder ein Bild von Hank Moody haben. Und wir gehen weiter zur nächsten Seite. Und die Oberseite sieht so aus. Californication und unten dasselbe. Und wir öffnen das Ganze mal. Das Ganze sieht geöffnet dann so aus. Wir sehen auch hier Hank Moody wieder in schöner Pose. Hinten dran sehen wir Californication. Wir sehen, dass hier an der Seite die ganzen Seasons enthalten sind. Und hier vorne haben wir noch ein Bild, wo wir Hank Moody sehen. Wir sehen seine Tochter, seine Ex-Frau. Wir sehen seinen besten Freund und Agenten. Und noch eine ziemliche Nervensäge aus der Serie. Ja, ich hole mal die ganzen Packs hier raus. Das geht ein bisschen schwieriger wie gedacht. Und ich lege die Box mal zur Seite, welche hier leider keinen Magnetverschluss hat. Das wäre noch das i-Tüpfelchen gewesen, wenn die hier einen Magnetverschluss gehabt hätte. Ja, wir schauen uns die Seasons mal an. Natürlich fangen wir hier mit Season 1 an. Diese sieht so aus. Ich mache die Kamera ein Stückchen hoch. Californication Season 1. Wir sehen Hank Moody vorne, der einen Apfel vorgehalten bekommt. Und wir haben hier so dünne Digipacks, will ich es gar nicht nennen, aber so Papphalterungen. Ja, wir sehen an der Seite Californication Season 1. Und wir sehen hinten dann ein paar Szenenbilder aus dieser Staffel und ein schönes Artwork von der Skyline. Ja, wenn wir das Ganze öffnen, sieht das so aus. Wir haben hier 2 Discs enthalten. Wir sehen, dass die Serie ab 18 Jahren freigegeben ist. Hier geht es ziemlich vulgär zu in dieser Serie. Wir sehen oben die Titel der einzelnen Episoden und unten sehen wir noch, welche Special Features enthalten sind. Ja, gehen wir zu Season 2. Ich muss das Ganze jetzt hier mal umdrehen. Ja, Season 2 sieht dann so aus. Auch wieder ein schönes Artwork. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Und geöffnet sieht das so aus. Auch Staffel 2 ist ab 18 Jahren freigegeben. Ja, gehen wir zur nächsten Staffel. Das ist dann Staffel 3. Diese sieht so aus. Und
und geöffnet sieht das so aus, auch diese Staffel ab 18 Jahren freigegeben. Das heißt nicht immer, dass jede Folge so extrem ist. Bei Serien ist es ja oft so, wenn eine Episode dabei ist, die ab 18 ist, ist logischerweise die komplette Season ab 18. Ja, dann haben wir hier Season 4. Wir sehen, dass Hank Moody hier schon ein bisschen verbrauchter aussieht. Er hat auch schon einige Eskapaden in der Serie durchgemacht. So sieht das Ganze dann von hinten aus. Ist auf jeden Fall eine Hammer-Serie. Ich feiere die Serie. Wie gesagt, schon zweimal durchgesehen. Hier kommt die Disc ein bisschen raus. Auch diese Staffel ab 18. Und wer auf schwarzen Humor steht und auf nacktes Fleisch und Sex-Eskapaden, der sollte sich die Serie auf jeden Fall ansehen. Es lohnt sich. Ja, dann haben wir hier Season 5. Season 5. Das sieht dann so aus von hinten. Geöffnet sieht es so aus. Gerade mal gucken. Ja, die ist auch ab 18 Jahren freigegeben. Und hier sind anscheinend 3 Discs enthalten. Genau. Hier sind 3 Discs enthalten. Und dann kommen wir zu Season 6. Diese sieht so aus. Die ist auch ab 18 Jahren. Hier rutscht die erste Disc irgendwie immer raus. Auch 3 Discs enthalten. Und dann kommen wir zur finalen Season. Das war Season 7. Und wie gesagt, die Serie war eigentlich für das, was da alles geschieht, sehr gut abgeschlossen. Besser hätte man es eigentlich kaum machen können. Sehr plausibel. Und weiter hätte man es auch, glaube ich, nicht treiben dürfen. Dann wäre es ein bisschen langweilig geworden irgendwann. Aber so ist die ganze Serie perfekt abgerundet. So sieht das Ganze von hinten aus. Und hier haben wir nochmal nur 2 Discs. Und auch die ist ab 18, also die komplette Serie, ab 18 Jahren freigegeben. Ja, das war's schon zu Californication. Ich sage noch ein paar Worte zum Abschied. Bis gleich. Ja, das war die Gesamtbox zu Californication. Wie gesagt, ich feiere die Serie. Jeder, der die Serie noch nicht gesehen hat, riskiert mal einen Blick. Und ihr werdet es wahrscheinlich nicht bereuen. Die Box gibt es oft relativ günstig im Angebot. Wenn sie mal im Angebot ist, kriegt man die oft auch schon für 40 bis 50 Euro. Und das ist eigentlich ein guter Kurs für 7 Staffeln in so einer schönen Box. Und ja, ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr die Serie kennt. Habt ihr auch die Box zu Hause? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst gerne mal ein Abo hier. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao. We'll be right back.